Die Rechtspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und hat die Anwendung psychologischer Theorien, Methoden und Erkenntnisse auf Probleme des Rechtswesens zum Gegenstand. Sie lässt sich grob in die zwei Unterkategorien der forensischen Psychologie und der Kriminalpsychologie aufteilen. Fachliche Einordnung. Rechtspsychologie ist bedeutsam für alle Gebiete von Recht und Rechtsprechung, in denen grundlegende Aspekte des Verhaltens und Erlebens von Menschen in diesem Kontext eine Rolle spielen. Rechtspsychologische Kompetenz und Expertise wird im Allgemeinen in Kombination mit anderen Fachgebieten, insbesondere der Medizin, aber auch den Sozialwissenschaften abgerufen. Rechtspsychologie ist darüber hinaus eine Teildisziplin der Kriminologie. Rechtspsychologische Tätigkeit wird teilweise als Disziplin reiner empirischer Forschung verstanden, wobei andererseits Psychologie in forensischem Kontext in Diagnostik und Behandlung anwendungsorientiert ist. Aufgabenspektrum. Psychologen sind auch als Gutachter bei Gericht tätig. Sie erstellen Gutachten für Familiengerichte, also zum Sorge- und Umgangsrecht bei Scheidungs- oder Misshandlungsfällen bzw. Familien mit Pflegekindern sowie über die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen. Weiterhin begutachten sie im strafrechtlichen Bereich zur Frage der Schuldfähigkeit die Persönlichkeitsstruktur von Straftätern und erstellen Risikoeinschätzungen über das zu erwartende kriminelle Verhalten von Straftätern. In der Praxisliteratur, vor allem der rechtswissenschaftlichen und auch in der Rechtspraxis, wird im Allgemeinen folgende Faustregel formuliert. Die Psychologen begutachten die vermeintlichen oder tatsächlichen Opfer, die Psychiater die Angeklagten. Beide erstatten Expertisen zur Kriminalprognose. Der ermittelnde Rechtspsychologe als Profiler, der mit psychologischen Methoden Kriminalfälle löst, Täterprofile erstellt. Erfolgreich mit Geiselnehmern verhandelt USW ist eher ein Fantasieprodukt, das durch entsprechende Erfindungen für Kriminalromane, Kino und Fernsehen entstanden ist. Verhandlungsgruppen und Erstsprecher werden in Deutschland unter anderem psychologisch ausgebildet und betreut. Profiler werden zum Beispiel in den USA eingesetzt. Der wissenschaftliche Ansatz gilt jedoch als umstritten. Elemente der Rechtspsychologie. Die Rechtspsychologie beinhaltet Elemente aller Bereiche der psychologischen Methodenlehre Inkel, der psychologischen Diagnostik, der allgemeinen und biologischen Psychologie, der differenziellen Psychologie, der Entwicklungspsychologie, der Sozialpsychologie, klinischen Psychologie Inkel, der klinischen Neuropsychologie sowie der Interventionspsychologie. Rechtspsychologische Forschungen, Methoden und Themen sind daher oftmals in diese Gebiete integriert. Anwendungs- und Forschungsbereiche. Psychodiagnostische Begutachtung. Erklärung kriminellen Verhaltens. Prävention. Resozialisierung. Polizeipsychologie. Psychologie der Gerichtsverhandlung. Außergerichtliche Konfliktregelung. Psychologische Aspekte der Viktimologie. Ausbildung. Rechtspsychologie wird als Masterstudiengang aktuell an einigen Hochschulen deutschlandweit angeboten. Seit 2013 bietet die SRH Hochschule Heidelberg an der Fakultät für Angewandte Psychologie den Studiengang Rechtspsychologie an. Der Studiengang richtet sich an Personen mit einem Bachelorabschluss in Psychologie.